FC Bayern, alle Wintertransfers der letzten Jahre zum Durchklicken, Bildergalerie FC Bayern, alle Wintertransfers der letzten Jahre 21 Bilder seit 1. Januar steht Alphonso Davies offiziell beim FC Bayern unter Vertrag. 10 Millionen Euro zahlen die Münchner für das 18 Jahre alte kanadische Talent, das aus Vancouver kam. Womöglich könnte der Flügelspieler den Bayern direkt helfen, schließlich muss Kingsley Coman nach seiner Verletzung erst wieder sein altes Niveau erreichen. Auch die alternde Flügelzange Franck Ribéry und Arjen Robben plagt sich immer wieder mit Blessuren herum. Anzeige, jetzt das Trikot des FC Bayern München kaufen, hier geht es zum Shop. Doch ob Davies bei den Bayern Erfolg hat, dahinter steht vorerst noch ein Fragezeichen, zumindest, wenn man die vergangenen Wintertransfers zugrunde legt. Denn da war doch der eine oder andere Flop dabei. Kein Wunder also, dass die Bayern-Busse nicht unbedingt als Fan von Wintereinkäufen gelten. Demgegenüber stehen allerdings auch ein paar echte Verstärkungen. Sport 1 analysiert alle Wintertransfers der vergangenen Jahre beim Rekordmeister. Davies daheim, so lief sein erster Tag beim FC Bayern.